Ich heiße Achim Giesen, bin 56 Jahre alt, bin Schreiner von Beruf und habe eine Familie mit Frau und zwei Kindern. Ich habe 2009 eine Diagnose Blasenkrebs erhalten. Das Problem bei mir ist, dass es halt seit 2009 immer wieder ein- bis zweimal im Jahr nachwächst. Und dadurch, dass ich regelmäßig zur Nachuntersuchung gehe, alle 3 Monate, halte ich das ziemlich in Grenzen. Und habe dadurch eigentlich ein relativ sicheres Gefühl. Ich denke mir, den Ärzten Vertrauen ist sehr wichtig, aber blindes Vertrauen ist schlecht. Ich denke mir, man muss dem Arzt vertrauen, aber man darf dem Arzt auch Fragen stellen, um Sachen aufzuklären. Oder wenn man was selber nicht versteht oder eine Diagnose oder eine Behandlung nicht versteht, kann man die hinterfragen kritisch. Die Kraft habe ich ein bisschen aus meiner Familie natürlich genommen und einfach aus Freude an Kleinigkeiten, dass man einfach sich erfreut an kleinen Dingen und ist dann einfach dem Leben positiver gestimmt. Ich versuche glücklich zu sein und positiv ins Leben zu gehen und trinke jeden Tag grünen Tee morgens. An die da draußen würde ich gerne sagen, dass das Leben immer weitergeht und dass man viele Sachen durch positives Denken einfach schöner gestalten kann. Man muss sich halt dann irgendwie zusammennehmen und dann schön essen gehen.